So da, servus Leute. Und in diesem Fall begrüße ich ganz besonders den Sven vom Kanal ESR 69. Ja, der Sven hat zu einer VA aufgerufen. Das ist immer klasse, wenn jemand so etwas macht, denn so wird man angespornt, ein Video zu machen und dann hat man ja ein neues Thema, sag ich mal, ja, womit man sich Gedanken, in diesem Fall über Messer, machen kann. Ja, das mache ich besonders gerne, da mache ich gerne mit. Vorher will ich noch ein paar Dinge erwähnen. Oh ja, ich befinde mich hier in der Arbeit, ich habe gerade etwas Zeit, deshalb dieses Outfit. Und du willst noch gerne wissen, was wir sonst noch so gerne machen, was für Interessen wir sonst noch haben, eben außer Messer und so weiter. Ja, da will ich bei dieser Gelegenheit gerne etwas über mich erzählen, denn es ist mir doch interessant, wenn die Zuseher über die YouTuber genauer Bescheid wissen, was für Typen wir so sind. Das mache ich sehr gerne. Ich bin gelernter Zimmerer, so heißt das bei uns in Österreich. In Deutschland heißt es, glaube ich, Zimmermann. Ich glaube, die meisten wissen, was das für ein Beruf ist, Zimmerer. Ja, die Lehre habe ich abgeschlossen, eben wie gesagt, dann habe ich das Bundesheer besucht, ein gutes Jahr, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin schon immer sehr sportlich, bin ich immer noch. Ich war viele Jahre viel in den Bergen unterwegs, Bergsteigen, Klettern, die ganze Geschichte, was mit Bergen so zu tun hat. Durch meine Reisen nach Thailand habe ich andere Interessen entdeckt, hauptsächlich so ja, das ganze Thema, was mit Abenteuer so zu tun hat. Weil in Thailand ist natürlich viel Dschungel, das Meer, das gefällt mir alles unglaublich gut. Habe ich eben die Interessen so wie Kajak, Paddeln, rein in den Dschungel und so weiter. Das gefällt mir seit einiger Zeit super gut und ja, jetzt bin ich mit einer Thai verheiratet. Das ist auch irgendwie ein Hobby für mich natürlich geworden. Aber jetzt mal, ja, ich würde sagen, dass reicht erstmal. Aber jetzt mal zu dem Thema Messer. So da. Und weiter geht's in diesem Video. Ich konnte mich vorher selber nicht sehen. Ich filme ja mit meinem Smartphone. Ich bat meine Frau, das Video zu starten und wieder auf Pause zu drücken. Also, ja, der Sven will von uns wissen, was für Messer wir besitzen. So hieß das Thema, glaube ich. Ja, die für uns einfach besonders sind. Die einfach besondere Eigenschaften haben, die andere nicht so sind, die einfach Eigenschaften haben, die dadurch sich von anderen Messern abheben. So will ich das mal formulieren. Ja, es gibt eben viele Messer, ne? Die sehen sich sehr ähnlich, nicht besonders, haben jetzt nichts Besonderes an sich, was das Messer eben ja, ganz besonders werden lässt, aber zwei Messer, ja, die kristallisieren sich bei meiner Sammlung ja, besonders raus. Das sind diese beiden hier. Die meisten werden diese Messer kennen. Ich fange mit diesem hier an. Ja, das ist ein Messer aus dem Hause Bark River. Und zwar das Modell GX4 Bushbat. Ja, ich glaube, mit diesem Messer ist es so ziemlich offensichtlich, was dieses Messer so
besonders macht. Ja, das ist natürlich die Form vom Messer selber. Ja, das Geniale an diesem Messer ist einfach, wie gesagt, die Form, und das ist eine Kombination von einem Karambit-Messer. Ich entschuldige mich für die Nebengeräusche, ich hoffe, die sind nicht zu laut hier. Wie gesagt, es ist eine Kombination von einem Karambit. Ich glaube, die meisten werden wissen, was das ist. Ein Karambit ist ein Kampfmesser, wo der Griff so geformt ist, aber die Klinge nicht so wie hier nach oben geht, sondern nach unten geschwungen ist. Wie gesagt, das ist eine Kombination aus einem Karambit eben und einem Bushcraft-Messer. Ja, das ist so eine, ja, etwas Bushcraft-typische Klingenform, eben nach oben geschwungen. Ja, das ist einfach sehr praktisch zum Arbeiten, zum Schneiden, zum etwas Cutten und so weiter. Und der Griff von einem Karambit Knife, der ist einfach unglaublich gut. Ja, Karambit Messer haben eben auch so ein Loch hinten dran, damit das Messer super sicher in der Hand liegt. Ja, und dieser Griff ist einfach unglaublich praktisch und in Kombination mit so einer praktischen Klingenform. Ja, sehr etwas eine Sheepfoot-Klingenform eben. Das ist einfach nur genial, wie ich finde. Ja, die Hand ist ja so etwas nach innen gewölbt und dieser Griff fügt sich einfach super angenehm in die Handwölbung ein, und der Ring hinten, ja, der macht das Übrige. Es gibt einfach einen sehr sicheren Halt und ein sehr sicheres Gefühl, natürlich. Ja, das ganze Messer selber finde ich einfach nur genial, auch den Anschliff, ballig runter auf Null. Ja, und Balküber-Messer sind einfach klasse Messer. Ja, und das ist einfach das Gesamtpaket, was das Messer für mich so besonders werden lässt. Eben ein Balküber-Messer und diese Form. Ja, hatte ich bis dato, bevor ich dieses Messer entdeckt habe, eben noch nie gesehen. Es gibt ja mittlerweile ähnliche Messer, die einen geraden Griff haben mit einem Ring hinten dran, aber dieser geformte Griff hier, der ist wirklich, ja, ganz besonders. Ja, deshalb kristallisiert sich dieses Messer bei meiner Sammlung so heraus. Das sollte man mal in der Hand gehabt haben. Ja, das ist auch ein hochwertiger Stahl eben. CPM 154 habe ich da so gut wie keine Erfahrung gemacht. Das Messer ist für mich immer noch etwas eine Safe Queen. Ich habe andere User Messer. Ja, habe ich ja schon mal erwähnt. Und aus diesen Gründen, weil es so besonders ist für mich, bleibt das auch immer bei mir. Ja. Ja, das war das zu dem GX4 Bushbat. Und jetzt kommen wir zu einem anderen, ganz besonderen Messer. Ich hoffe, die Kamera wackelt nicht zu viel. Okay. Ja. Bei diesem Messer ist es nicht ganz so offensichtlich, was dieses Messer so besonders werden lässt. Vor allem Laien sehen hier nur, ist auf den ersten Blick, einen ganz einfachen Folder. Die Laien werden nicht mal wissen, was ein Folder ist. Wissen nur, was ein Taschenmesser ist, aber ja, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Auf den ersten Blick ist das ein ganz einfaches, günstiges vielleicht, auf den ersten Blick Taschenmesser. Ja, also, was macht dieses Messer für mich so besonders? Ja, das ist ja ein Large Sebenza 21, in diesem Fall mit der Insingo-Klinge, und ein Sebenza, ja, das ist einfach, ja, das habe ich ja schon ein paar Mal in anderen Videos erwähnt, für mich das
beste Taschenmesser. Es macht das Messer besonders, es kristallisiert sich so heraus in meiner Sammlung. Ja, es ist ja das aus dem Hause Reeve Knives. Und der Chris Reeve hat ja diese Verriegelung quasi erfunden. Er hat diesen Integrallock, wie auch er es, glaube ich, genannt hat, also den Frame-Lock, erfunden. Das ist, kann man so sagen, der originale Frame-Lock. Ja, und wer sich mit den Reeve-Messern etwas beschäftigt hat, der weiß, wie aufwendig diese Messer gefertigt werden. Ja, ich glaube, der Sven hat ja auch das, die zwei Videos sind es, glaube ich, die Shop-Tour von Reeve Knives gesehen. Und da wird sehr schön gezeigt, eben wie aufwendig die Fertigstellung, also die Fertigung dieser genialen Taschenmesser ist. Und er erzählt auch einiges, ja, was so dahinter steckt, in so einem Sebenza-Folder. Da sagt er zum Beispiel auch, ja, er will das beste Produkt auf dem ganzen Planeten produzieren. Ja, das sagt schon mal einiges aus. Er hat, wenn ich jetzt richtig liege, so wurde das in dem Video rübergebracht, hat einen Qualitätsprüfer, der war in der Flugzeugbau tätig. Ja, und die Toleranzen sind im Flugzeugbau natürlich ja, super gering. Und er war auch erstaunt, wie gering die Toleranzen bei den Sebenza-Messern ist. Und das sagt auch einiges aus. Ja, eben, das sind alles diese Punkte, was so ein Messer für mich einmalig werden lassen. Das sind eben die geringen Toleranzen und die vielen Gedanken, die in so einem Messer drinstecken, die sich eben Chris Reeve gemacht hat. Ja, und viele Arbeitsschritte sind, wie gesagt, einfach sehr aufwendig, sehr, die dauern manchmal auch sehr lange und der Aufbau von diesem Messer ist einfach nur genial auch. Es hat so ein Bushing-System eben verbaut, es ist so eine Hülse, die die Achsschraube umgibt. Ja, dass das Messer auch eben so klasse werden lässt, was ich, warum, das ist auch ein Grund, warum sich dieses Taschenmesser von anderen Messern abhebt, ist eben, dass ein Imbusschlüssel dabei ist. Ja, Chris Reeve will, dass man die Messer einfach zerlegen kann, eben mit dem Imbusschlüssel, der mitgeliefert wird, zerlegen kann, eben, damit man das Messer einfach reinigen kann. Und Chris Reeve hat in dem Video auch erzählt, eben, ja, er will einen Folder produzieren, der überall auf der Welt, egal wo, genutzt werden kann. Sei es im Dschungel oder sonst irgendwo eben. Das sind einfach so klasse Punkte. Ja, aber auch dieses, so ein Sebenza-Messer für mich eben so besonders, ja, werden lassen. Ich spreche absichtlich eben genau über das Modell Sebenza. Ja, ich muss noch dazu erwähnen, Sebenza 21. Es gibt ja, oder hat, besser gesagt, das Modell 25, Sebenza 25 gegeben. Das wurde aus dem Programm genommen, weil eben das in COSI rausgebracht wurde. Ja, es ist bei mir so, ich hatte schon mehrere Reeve-Messer eben. Ein Umnumzahn hatte ich. Da gibt es ein paar Punkte, was mir nicht so gefallen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es hatte zwei Sebenza 25 Messer schon. Ja. Und eben einen COSI hatte ich schon. Ja, ich sage jetzt nochmal kurz zu dem Umnumzahn, was mir da nicht so gefällt. Ein Umnumzahn hat hier drinnen eine scharfe Kante, die nicht angefasst ist, so wie hier. Ja, das sollte nicht sein bei so einem hochpreisigen Folder.
gibt es ja beim SA 25 Messer, wo ja relativ schnell die Klinge nicht mehr zentriert war, aus welchen Gründen das auch immer liegen mag. Das ist da einfach Tatsache. Und ich hatte ein Inkosi, das war eines der ersten Modelle, die herausgebracht wurden. Ich hatte eins und ein Messerfreund aus Wien hatte einen Inkosi, und bei meinem und bei dem Messerfreund, der in Wien oder in der Nähe von Wien wohnt, da war die Klinge nicht hundertprozentig zentriert. Ja, das ist auch Tatsache, aus welchen Gründen auch immer. Und ich hatte schon mehrere Sebenza-Messer und da war immer alles top. Ja, und deshalb erwähne ich hier hauptsächlich bewusst nur eben ja, die Sebenza 21 Modelle. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt ziemlich alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Super schlicht aussehender Folder, bei dem man meiner Meinung nach nichts mehr besser machen kann. Ja, da braucht man nichts mehr zusätzlich verbauen, oder man sollte auch nichts weglassen. Es ist einfach so, wie es ist. Für mich nur perfekt. Und eben auch mit dieser Insingo-Klinge. Ja, die beiden Klingen hier sind etwas ähnlich. Diese hier ist noch etwas stärker geschwungen, aber so eine Klingenform ist einfach super praktisch für alle möglichen Schneidaufgaben. Ja, ein ganz besonderer Folder eben, warum der so besonders ist. Ich glaube, da habe ich jetzt alles erwähnt. Ich verlinke unter dieses Video noch ja, die Shop-Tour von Chris Reeve Knives. Die ist einfach sehr interessant, wenn man sich einfach mit so einem Sebenza mal etwas mehr beschäftigt hat. Ja, dann weiß man einfach die. Dann kennt man einfach die Besonderheiten von so einem Folder, was eben diesen so hervorhebt zu anderen Messern. Dann hat man sich mal damit beschäftigt, ja. Dann findet man auch die Preise gerechtfertigt. Ja, okay, das soll es jetzt gewesen sein. Hat sich doch etwas in die Länge gezogen, diese VA. Aber es ist mal sehr interessant. Ja, ja. Was eben jeder so für Messer hat, die für den einen oder anderen eben sehr besonders sind. Ja. Okay. Ja, Sven, danke für deinen Aufruf zu VAs. Hat mir Freude gemacht. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.